أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, wir begrüßen euch erstmal, liebe Geschwister, mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und inshallah ta'ala werden wir heute weiter fortfahren mit einer wunderschönen Unterrichtsreihe, die wir angefangen haben. Und zwar werden wir darüber sprechen, wie man ein besserer Mensch wird. Denn wahrlich, dieses ist sehr wichtig, dass ein Muslim nicht nur äußerlich wie ein Muslim aussieht, sondern dass er auch innerlich das Herz von einem Muslim hat. Möge Allah Azza wa Jal uns gesunde Herzen geben, gläubige Herzen geben, Herzen, mit denen er zufrieden ist. Allahumma amin. Und das letzte Mal haben wir über die Befolgung der Gelüste gesprochen, liebe Geschwister. Und wir sind gerade in dem Kapitel, wo wir über Dinge sprechen, die einen Menschen in das Verderben bringen können, wenn wir diese Dinge nicht richtig erziehen. Wir haben über die Seele gesprochen. Wir haben auch, liebe Geschwister, über die Befolgung der Gelüste gesprochen. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir über das Herz sprechen. Ein wahrlich wichtiges Thema. Denn wenn der Muslim dieses Wissen nicht besitzt, dann wird er tatsächlich in die Irre gehen, weil er nicht weiß, wie er diese Dinge zu erziehen hat, sowohl seine Seele als auch sein Herz, und wie er gegen den Shaitan ankämpft. Dieses ist wichtiges Wissen, Pflichtwissen für jeden Muslim, auf das er sich nicht selbst in das Verderben stürzt. Möge Allah Azza wa Jal niemanden von uns sterben lassen, außer dass er mit ihm zufrieden ist. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ. Allah schaut weder auf eure Körper noch auf euer Aussehen, sondern Allah Azza wa Jal schaut auf eure Herzen und in einer anderen Überlieferung auf eure Taten. Weil manche Leute, die sagen, okay, mein Herz ist weiß, das hat er selber für sich bestätigt. Niemand anderes hat das bestätigt außer er selber. Aber es gibt eine andere Überlieferung, und auf eure Taten. Das heißt, die Taten gehören zu dem Herzen. Möge Allah Azza wa Jal uns gesunde Herzen geben. Daher, es ist falsch für dich, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du dich ausschließlich mit deinem Aussehen und mit dem Körper beschäftigst. Denn diese Dinge, darauf schaut Allah Azza wa Jal nicht. Vielmehr solltest du dich mit welchen Dingen beschäftigen? Mit deinem Herz. Dass es gesund ist, dass es rein ist, dass es sauber ist. Das Herz ist das, worauf Allah Azza wa Jal schaut. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat dir gesagt, dass Allah Azza wa Jal nur dein Herz möchte. Und eine Aya, die dieses verdeutlicht im Koran, Allah Azza wa Jal sagt: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Am Tage, da den Menschen, bedeutet am Tage der Auferstehung, am Tage des Gerichts, wo jeder zur Verantwortung gezogen wird für seine Taten, da werden einem Menschen weder seine Söhne, seine Kinder etwas nützen, noch wird er durch sein Geld gerettet werden, sondern es wird nur der gerettet werden an diesem Tag, der mit einem reinen, gesunden Herzen zu Allah Azza wa Jal zurückkommt. Liebe Geschwister, mit anderen Worten, Allah Azza wa Jal sagt dir, was auch immer du vorbringst am Tage der Auferstehung, wenn du nicht ein gesundes Herz hast, dann wirst du bestraft, o mein Diener. Das ist die Übersetzung von dieser Ayah, liebe Geschwister. Daher ist das Wichtigste für uns, dass wir uns darum kümmern, ein gesundes Herz zu haben. Ein gesundes Herz zu haben, ein gläubiges Herz zu haben, denn dieses ist es, worauf es ankommt.
all deine Taten werden dir nichts nützen, wenn du kein gesundes Herz dabei gehabt hast. Und subhanallah al-azim, wir sehen, dass wenn eine Person eine Krankheit im Herzen hat, sprich eine medizinische Krankheit, er hat eine Herzverstopfung oder sonstiges, was tut er? Er sucht in der ganzen Welt nach den besten Ärzten. Und er ist bereit, durch die ganze Welt zu reisen, nur um einen Arzt zu finden, der ihn dieses Herz wieder gesund machen kann. Aber subhanallah, was tun wir denn gegen ein krankes Herz jetzt? Nicht medizinisch gemeint, sondern du hast in deinem Herzen Heuchelei. Du hast in deinem Herzen Neid. Du hast in deinem Herzen Kibir, Hochmut. Welchen Doktor suchst du auf, der dir ein Medikament besorgt aus dem Buche Allahs? Sind wir im selben Maße bereit, wie wenn unser Herz medizinisch krank ist, auch zu Doktoren zu gehen, zu Shuyuch, zu Imamen zu gehen, die uns, liebe Geschwister, ein Medikament aus dem Koran geben, wenn wir Krankheit in unseren Herzen haben? Herzenskrankheit, die uns zerstören werden, die uns, wal-iyadu billah, in das Höllenfeuer hereinbringen werden. Und jeder Muslim kennt seine Herzenskrankheiten. Frag dich selber. Wenn du dich fragst, welche Herzenskrankheiten habe ich, du könntest sofort ein paar Krankheiten aufzählen, liebe Geschwister. Und wir sollten wissen, dass die Herzenskrankheiten schlimmer sind als die Taten, die man mit den Körpergliedern macht. Die Herzenskrankheiten sind schlimmer als die Taten, die man mit den Körpergliedern macht. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Allah Azza wa Jal sagt in Surah At-Tawbah in der Ayah 68, Allah hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Jahannam versprochen. Darin werden sie auf ewig bleiben. Das wird genug für sie sein. Und Allah hat sie verflucht und ihnen wird eine dauernde Strafe zuteil sein. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Das bedeutet nichts anderes, als wenn du herzenskrank bist, dann schau, wo dein Ende ist. Ein Munafiq, was ist sein größtes Problem? Sein Herz. Ein Kafir, was ist sein größtes Problem? Sein Herz. Schaut mal, was Allah Azza wa Jal diesen Leuten versprochen hat, dass sie, wal-iyadu billah, in Jahannam eingehen werden, liebe Geschwister. Herzenskrankheiten sind sehr gefährlich und sie bringen uns tatsächlich in das Höllenfeuer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibir. Niemand wird das Paradies betreten, wenn in seinem Herzen nur ein Stäubchen, etwas Unsichtbares an Kibir, an Hochmut existiert. Allahu Akbar. Das bedeutet, dieses ist ein Grund, warum Allah Azza wa Jal uns dafür im Höllenfeuer bestraft. Schaut, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier sagte, in der Form von etwas Unsichtbarem, das reicht, dass du so viel Kibir, Hochmut besitzt, dass Allah Azza wa Jal dich deswegen in das Höllenfeuer eingehen lässt. Und hier zeigt sich, wie gefährlich diese Herzenskrankheiten sind, liebe Geschwister. Denn das Herz hat zwei Bedeutungen. Einmal ist es ein Muskel im medizinischen Sinne und einmal ist es ein Ort, wo sich Glaube verbirgt, wo sich Unglaube verbirgt, wo sich Heuchelei verbirgt, wo sich Liebe verbirgt, wo sich Hass verbirgt, wo sich Hochmut verbirgt. All diese Dinge finden wir wo? Im Herzen, liebe Geschwister. Tayyib, warum leitet Allah Azza wa Jal nicht alle Menschen recht? Wir wissen, Allah Azza wa Jal, er möchte für alle Diener das Gute, liebe Geschwister. Aber manche Diener werden von Allah Azza wa Jal nicht recht geleitet werden. Wir kommen gleich dazu. Kennt ihr die Geschichte mit dem Mann, der 99 Menschen getötet hat? Nein. Es gab einen Mann in der damaligen Zeit, er hat 99 Menschen getötet. Sitzt hier jemand, der auch 99 Menschen getötet hat? Alhamdulillah, wir sind ja auch nicht in Berlin. Auf jeden Fall. Wir sehen, liebe Geschwister, dass dieser Mann, der 99 Menschen getötet hat, abscheuliche Sünden begangen hat. Und Allah Azza wa Jal sagt uns, derjenige, der eine Seele tötet, er hat die gesamte Menschheit getötet. Schaut mal. Und dieser hat nicht nur eine Seele getötet, sondern er hat 99 Menschen getötet. Aber subhanallah al-azim,
Diese Person besaß etwas in seinem Herzen, was Allah liebt. Diese Person wollte Tauba machen, bereuen. Also hat er sich auf den weiten Weg gemacht, um jemanden zu finden, der ihm erklärt, wie er diese Taten, die er gemacht hat, bereuen kann. Und so traf er einen der Unwissenden. Und er fragte diesen Unwissenden, wie kann ich Tauba machen? Wie kann ich wieder bei Allah bereuen, denn ich tötete 99 Menschen. Schaut, was dieser Unwissende zu ihm gesagt hat. Er sagte zu ihm, für dich gibt es keine Reue. Dann hat er gesagt, wenn es für mich keine Reue gibt, ob einen mehr oder weniger, er hat ihn getötet. Die Gelehrten sagen, Al-Jahl Qatalu. Der Jahl hat ihn getötet. Die Unwissenheit hat ihn getötet, weil er eine Fatwa ohne Wissen gegeben hat. Ohne Rechtleitung gegeben hat. Also hat dieser Mann, der 99 Menschen getötet hat, jetzt nicht nur 99 Menschen auf dem Gewissen, sondern 100 Menschen, liebe Geschwister. Aber er ließ nicht ab von der Tauba. Er war überzeugt, dass er bereuen kann bei Allah. Er war überzeugt, dass Allah Azza wa Jal ihn wieder in seine Barmherzigkeit aufnehmen kann, trotz dieser schwerwiegenden Taten. Also ist er zu einem Gelehrten gegangen und er fragte ihn, wie er bei Allah Azza wa Jal bereuen kann. Dieser Gelehrte sagte zu ihm, der Wissen hatte, zwischen dir und der Vergebung Allahs ist nur die Reue. Du brauchst nur bei Allah Azza wa Jal zu bereuen und Allah wird deine Reue annehmen. Bi'idhnillah ta'ala. Also hat er bereut. Und dieser Gelehrte sagte zu ihm, mache dich auf dem Weg, verlass deine alte Landschaft, wo du gelebt hast, deinen alten Heimatort und geh in ein neues Heimatland, wo du ein neues Leben anfängst, ein Leben für Allah. Was tat er dieser Mann? Er hat diesem Gelehrten gefolgt und so hat er sich auf den Weg gemacht, ein neues Leben anzufangen, denn er war, liebe Geschwister, entschlossen, ein neues Leben für Allah zu beginnen, ohne dass er abscheuliche Taten dabei macht. Allah hat bestimmt, dass dieser Mann mitten auf dem Weg gestorben ist. Also, als seine Seele genommen werden sollte, kamen die Engel der Barmherzigkeit und die Engel der Strafe. Und sie haben miteinander gestritten, wer seine Seele nimmt. Er hat bereut, aber er hat auch abscheuliche Taten gehabt, liebe Geschwister. Was hat Allah Azza wa Jal gemacht? In einer Überlieferung bei Al-Bukhari, Allah Azza wa Jal hat einen Richter geschickt. Einen Engel, der ein Schiedsrichter zwischen beiden Engeln sein sollte. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mann genau in der Mitte gewesen ist, auf dem Weg. Also weder die Engel der Strafe noch die Engel der Barmherzigkeit konnten seine Seele nehmen, denn wo war er näher zum Land? Zum Kufr oder zum Glaube? Also hat Allah Azza wa Jal die Erde etwas ausgeweitet, sodass er näher zum neuen Land gelegen hat und dann haben die Engel der Barmherzigkeit seine Seele genommen. Allah Azza wa Jal. Schaut mal, dieser Mann hat abscheuliche Dinge gemacht, aber was hat er im Herzen beabsichtigt? Die Reue. Frage, warum hat Allah Azza wa Jal ihn nicht abirren lassen? Nein, Allah möchte für jeden Diener das Beste, liebe Geschwister. Und wenn diese Diener tatsächlich bereit sind zu bereuen, dann wird Allah Azza wa Jal ihre Reue annehmen. Aber schaut mal, Allah berichtet uns über andere Menschen. Er sagt uns Subhana in Surah Al-Baqarah in der Ayah 6, Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim. Allah Azza wa Jal sagt, wahrlich diejenigen, die Kuffar sind, es ist gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Allah berichtet uns über Menschen. Ob du sie warnst oder nicht warnst, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sie werden nicht glauben. Allah hat ihre Herzen versiegelt. A'udhu billah. Und noch mehr. Und Allah hat ihr Gehör versiegelt. Und über ihre Augen hat Allah ein Schleier gelegt. Und ihnen wird eine schwere Strafe zuteil werden. Subhanallah al-Azim, das bedeutet, liebe Geschwister, wenn Allah möchte, dass wir gläubig sind, dann werden wir gläubig werden. Aber wenn Allah möchte, dass wir ungläubig sind, dann werden wir ungläubig. Womit hat das zu tun? Allah Azza wa Jal sagt uns in Surah An-Nisa, liebe Geschwister, in der Ayah 155, بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Allah Azza wa Jal hat ihre Herzen versiegelt aufgrund ihres Unglaubens.
Was ist der Grund, warum Allah ein Herz versiegelt? Der Unglaube, der Kuffer. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Diese Leute wollten irre gehen, also hat Allah sie dann tatsächlich irre gehen lassen. Und Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Es ist nicht Allah, der ein Volk in die Irre gehen lässt, nachdem er ihm, diesem Volk, den Weg, den klaren Weg gewiesen hat und ihn klar gemacht hat, wovor es aufpassen muss. Wahrlich, Allah weiß über alle Dinge Bescheid. Diese Ayah, liebe Geschwister, ist in Surah At-Tawbah in der Ayah 115. Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagt, dieses Irregehen, welches Allah azza wa jal für seine Diener bestimmt hat, ist eine Strafe von Allah an dem Volk. Als er ihnen die Beweise deutlich gemacht hat, haben sie dieses nicht akzeptiert und nicht danach gehandelt. So hat Allah sie damit bestraft, dass er sie vom Weg der Rechtleitung hat abirren lassen. Und niemals hat Allah ein Volk abirren lassen, ohne diesem Volk was zu verschaffen, die klaren Beweise. Was heißt das im Klartext? Allah zeigt dir die Wege auf. Das ist der Weg in das Paradies und das ist der Weg in das Höllenfeuer. Das musst du tun, oh mein Diener, um in das Paradies zu kommen, und das musst du unterlassen, um in das Höllenfeuer nicht hereinzugehen. Allah macht dir den Weg klar. Nur du entscheidest dann, welchen Weg du gehen möchtest. Hat Allah dir einen Willen gegeben? Antwort: Ja. Natürlich, Allah hat dir einen Willen gegeben. Aber dieser Wille, du musst richtig damit umgehen. Du musst Allah beweisen, dass du der Rechtleitung folgen willst. Allah Azza wa Jal sagt in Surah 41 Fussilat in der Ayah 17: وَأَمَّا ثَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Was aber das Volk von Thamud angeht, und dieses Volk wurde von Allah vernichtet, liebe Geschwister. Was die Thamud angeht, so haben wir ihnen die Beweise klar gemacht, sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Wisst ihr jetzt, warum Allah Azza wa Jal ein Herz nicht mehr rechtleitet? Wenn das Herz sich entscheidet für den Unglauben, dann leitet Allah Azza wa Jal dieses Herz nicht mehr recht. Wie können wir das verstehen? Allah Azza wa Jal, er versiegelt Herzen, auch von Muslimen. Aber ist das Versiegeln der Herzen bei Muslimen wie das Versiegeln der Herzen bei den Kuffar? Antwort: Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Abu Dawud: Man taraka al-jum'a thalatha marrat taba'a Allahu ala qalbi. Derjenige, der das Jum'a-Gebet, das Freitagsgebet, dreimal unterlässt, in einer anderen Überlieferung absichtlich. Wir reden nicht über eine Person, der krank ist. Wir reden nicht über eine Person, der auf Reise ist, sondern diese Person, der das unterlassen hat, hat es absichtlich gemacht. Was macht Allah mit seinem Herzen? Er versiegelt sein Herz. Große Sünde oder kleine Sünde? Große Sünde. Wenn Allah mit Strafe androht, dann ist dieses eine große Sünde. Tayyib, diese Person, Allah Azza wa Jal, versiegelt sein Herz. Was bedeutet das? Findet diese Person nicht mehr zur Rechtleitung wieder? Nein. Denn wie viele Leute, die auch hier sitzen, sind damals nicht zum Jum'a-Gebet gegangen? Das heißt, hat Allah unsere Herzen versiegelt? Antwort: Ja. Aber in dem Maße, wie du gesündigt hast. Er hat das Herz nicht komplett versiegelt. Aber bei den Kuffar, wo Allah Azza wa Jal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ganz gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Das sind diejenigen, Allah weiß, sie werden sich niemals in ihrem Leben für was entscheiden? Für die Rechtleitung. Nuh alaihi salam, er hat ein Bittgebet gesprochen. Ja Allah, lass niemand mehr von den Kuffar auf der Erde übrig. Dürfen wir so ein Dua machen? Antwort: Nein. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er in Ta'if war und diese Leute haben ihn förmlich gesteinigt, bis das Blut vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
in seine Sandalen hereingeflossen ist, liebe Geschwister, da kam der gewaltige Engel Michael und er sagte, ja Rasulallah, wenn du willst, dann werde ich die beiden Achshabain, die beiden Berghälften, über dieses Volk zusammenklappen lassen und dann werden sie allesamt vernichtet werden. Möchtest du dieses? Allah hat mir befohlen, dir zu gehorchen. Allah hat mir befohlen, dir zu gehorchen. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Er sagt, Allahumma ihdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. O Allah, leite meinen Kaum, mein Volk recht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gesagt, ja Allah, vernichte sie, denn sie haben ihn vertrieben aus dieser Stadt. Er kam mit der Botschaft, mit der reinen Botschaft von Allah, aber er hat nicht das Bittgebet gemacht wie Nuh. Der Unterschied ist, zu Nuh kam der Engel Jibril alayhi salam und er hat ihm gesagt, dass er dieses Bittgebet sprechen soll, denn Allah wusste, dass niemand mehr vom Volk Nuh den Glauben annehmen wird. Mafhum? Mafhum? Nicht, dass du Dua machst und sagst, ja Allah, leite alle Kuffar nicht mehr recht. Nein, das geziemt sich dir nicht. Sondern du sagst, oh Allah, leite die Menschen zum Islam, aber Allah kennt die Herzen am besten und so leitet er manche Menschen zum Islam. Auch Leute, die Gegner waren von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die bereit waren, ihn zu töten, haben später den Islam angenommen. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn töten wollten, wo sie ihn gehasst haben, waren sie gläubig oder nicht gläubig? Nicht gläubig, aber später sind sie gläubig geworden. Aber Allah kennt die Leute, die niemals den Glauben annehmen werden. Für immer sagen sie, ich werde ein Käfer bleiben. A'udhu billah. Ich war einmal in einem Vortrag, liebe Geschwister, und da habe ich über das Benehmen der Muslime gegenüber den Nichtmuslimen geredet. Und ich habe das Wort Käfer erklärt, was das bedeutet, dass dieses Wort kein Schimpfwort ist, sondern es hat einen Ursprung und es ist beschrieben worden. Kafara bedeutet jemand, der etwas bedeckt und der Käfer bedeckt die Wahrheit. Er folgt ihr nicht, liebe Geschwister. Deswegen heißt er Käfer, aber das ist kein Schimpfwort. Nicht, was manche denken, dass das ein Schimpfwort ist. Nein, das ist eine Bezeichnung für Leute, die nicht den Glauben in sich tragen. Aufgrund von verschiedenen Ursachen, liebe Geschwister. Subhanallah, als ich erklärt habe, was das Wort Kafir bedeutete, da saß ein Missionar von den Christen und er sagte, nachdem er diese Definition von mir gehört hat, er sagte, ich bin ein Kafir und war stolz drauf. A'udhu billah. Schaut mal, Allah lässt manche Herzen was? In die Irre gehen. In die Irre gehen, liebe Geschwister. Warum? Weil er kennt sie am besten. Und Allah weiß, ob du dich innerhalb deines Lebens für die Rechtleitung entscheiden wirst. Wer hat dich erschaffen? Allah. Wer hat deine Taten erschaffen? Allah. Wer weiß alles über dich? Allah. Soll er nicht wissen, ob du jemals zum Weg zurückkehren willst oder nicht? Das ist die Sache, liebe Geschwister. Deswegen lasst uns diese Sache richtig verstehen. Doch es kann sein, dass ein Muslim ein Herz versiegelt bekommt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht dir kein Salawat. Er sagte uns, innal abda idha adhnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Wenn der Diener eine Sünde begeht, dann wird Allah ihm einen schwarzen Punkt auf sein Herz machen. Das heißt, für jede Sünde, die du begehst, kriegst du ein? Schwarzen. Wo? Auf dein Haar? Weil es schwarzes Haar ist? Wo kriegst du den? Auf dein Herz. Das bedeutet, nach jeder Sünde kriegst du einen schwarzen Punkt auf dein Herz. Begehst du eine Sünde nach der anderen, wird irgendwann dein Herz komplett schwarz. Was macht Allah daraufhin? Er versiegelt es. Dann kannst du nicht mehr erkennen, was die Wahrheit ist. Aber schaut mal, subhanallah, wie kannst du dein Herz polieren? Wenn du eine Sünde machst, du kriegst einen schwarzen Punkt. Wenn du daraufhin aber bereust, eine gute Tat machst, was macht Allah mit dem schwarzen Punkt? Er löscht diesen schwarzen Punkt. So ist es. Das heißt, liebe Geschwister, subhanallah al-azim, du hast es in der Hand, ob Allah dein Herz versiegelt oder nicht. Das hängt davon ab, wie weit du, wal'iyadu billah, dich dem Unglauben näherst. Je mehr Sünden du machst, umso dunkler wird dein Herz. Je dunkler dein Herz wird, umso schwächer wird dein Iman. Je schwächer dein Glaube wird, umso näher kommst du dem Kuffer, bis Allah dich mit diesem Kuffer sterben lässt
und du wirst keinen finden, der dieses von deinem Herzen nehmen kann. Die Gelehrten sagen, wenn das Herz komplett versiegelt ist, sie sagen, la yasilu ilayhi shay min al-khayr. Dieses Herz wird nichts an Gutem mehr erreichen. Wal-iyadu billah. Allah Azza wa Jal sagt, wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Und wisse, dass Allah zwischen einem Diener und seinem Herzen kommt. Was bedeutet das? Dass Allah zwischen dem Herzen und seinem Diener kommt? Das bedeutet, wie Ibn Abbas sagte, wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-mu'min wal-kufr. Und wisset, dass Allah es verhindert, dass ein Gläubiger was annimmt, den Kufr. Wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-kafir wal-iman. Und wisset, dass Allah zwischen einem Kafir und dem Glauben tritt. Allah lässt nicht zu für diesen Kafir, dass Allah in diesen Iman, diesen Glauben gibt. Subhanallah al-Azim. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat viel Dua gemacht, liebe Geschwister. Er sagte immer, ya muqallib al-qulub, thabbit, thabbit, qalbi ala dinik. Oh, du Wender der Herzen, wende mein Herz in deiner Religion, befestige mein Herz in deiner Religion. Schaut mal, als er dieses Dua viel gesprochen hat und er es den Sahaba radiallahu anhum beigebracht hat, dann sagten sie zu ihm, ya Rasulallah, atakhafu alayna? O Gesandter Allahs, hast du Angst um uns? Sie sagten, O Gesandter Allahs, hast du Angst um uns? Und sie sagten weiter, wa qad amanna bik wa bima ji'ta bih. Und wir glauben doch an dich und dem, womit du gekommen bist. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ihr glaubt, dann wird das immer so bleiben. Er sagte nein. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, inna al-quluba bi yadi Allah azza wa jal yuqallibuha. Denn wahrlich, die Herzen sind in der Hand von Allah azza wa jal und er dreht und wendet sie, wie er will. Deswegen müsst ihr das Dua sprechen. Wallahi al-Azim, wir sehen das doch, liebe Geschwister. Wir sehen dieses tatsächlich. In einem Moment bereuen wir. Im nächsten Moment machen wir wieder die Sünde, für die wir gerade bereut haben. Deswegen beschrieb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Iman, den Glauben, wie eine Feder in der weiten Wüste. Der Wind kommt und er trägt die Feder hinfort und er dreht sie immer wieder auf ihren Rücken. So ist das Beispiel von deinem Herzen. Merken wir das nicht? In einem Moment völlige Reue, Aufrichtigkeit in der Reue. Im nächsten Moment siehst du und ertappst dich dabei, wie du wieder eine der schlimmsten Sünden machst. Vor einem Moment hast du noch geweint. Du warst gegenüber Allah demütig. Du hast deinen Kopf auf die Erde niedergeworfen. Aber subhanallah al-Azim, nach 2, 3, 4, 5 Minuten hast du komplett wieder vergessen, was du gerade getan hast. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna fil jasadi mudra. Wahrlich, im Körper gibt es ein Fleischklumpen. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. Wenn dieses Fleischklumpen gesund ist, dann ist der gesamte Körper gesund. Wa idha fasada, fasada al jasadu kullu. Aber wenn dieses Fleischstückchen verdorben ist, dann ist der gesamte Körper verdorben. Und er sagte, ala wa hiya al-qalb. Dieses ist das Herz. Liebe Geschwister, und deswegen haben die Gelehrten die Herzen in drei Teilen aufgeteilt. Einmal al-qalbus salim, das gesunde Herz. Möge Allah azza wa jalla uns so ein Herz geben. Wir haben gesagt, am Tage der Auferstehung werden dir weder Söhne noch Besitz etwas nützen, außer wer mit einem reinen, gesunden Herzen zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt. Das ist das gesunde Herz. Was ist das für ein Herz, liebe Geschwister? Und wir sollten dieses Herz kennenlernen. Warum? Weil Allah am Tage der Auferstehung kein anderes Herz akzeptieren wird, außer dieses Herz. Es ist ein Herz, was sich freispricht von allen Begierden und Gelüsten, wenn Allah diese nicht erlaubt hat. Es ist ein Herz, was für Allah liebt und für Allah hasst. Es ist ein Herz, welches für Allah gibt und für Allah Azza wa Jal nicht gibt. Deine Frau, wenn ich dich frage, liebst du deine Ehefrau? Du sagst mir ja.
Dann stelle ich dir eine weitere Frage. Wofür liebst du deine Frau? Für wen? Für Allah oder für dich selber? Dann sagst du mir, darf ich jetzt nicht mal mehr meine Frau lieben? Doch, du liebst sie, aber für? Allah. Für Allah. Ja, woher kann ich das wissen, ob ich meine Frau für Allah liebe oder nicht? Wenn deine Frau etwas Gutes tut, zum Beispiel, du kommst nach Hause und du siehst, dass deine Frau mit deinen Kindern Koran lernt, steigt deine Liebe oder sinkt sie? Sie steigt. Du kommst aber nach Hause und du siehst deine Frau, die sitzt mit anderen verdorbenen Frauen und sie gucken sich eine verdorbene Sendung im Fernsehen an. Was muss mit deinem Herzen passieren? Steigt die Liebe oder sinkt sie? Sie sinkt. Wenn du diesen Zustand hast, dann liebst du für Allah und du liebst nicht für Allah. Und das ist das gesunde Herz. Deine Kinder, die dein Fleisch und Blut sind, wenn einer von ihnen kommt und er sagt dir, Papa, ich habe eine neue Sura kennengelernt, ich habe eine neue Sura auswendig gelernt, was passiert mit deinem Herzen? Die Liebe in deinem Herzen steigt. Die Liebe steigt zu deinem Sohn im Herzen, weil er etwas Gutes im Sinne von Allah Azza wa Jal gemacht hat. Aber du hörst, dein Sohn hat jemand zusammengeschlagen und er war ungerecht dabei. Was passiert dir mit deiner Liebe? Sie sinkt. Das ist ein gesundes Herz, liebe Geschwister. Das ist ein Herz, welches frei ist von jedem Gelüst. Wenn du auch eine Sünde selber bei dir ertappst, dann musst du diese Sünde hassen. Habt ihr das verstanden? Das bedeutet, niemals darfst du etwas lieben, was Allah hasst. Und niemals darfst du etwas hassen, was Allah liebt. Frei von allen Gelüsten. Und wenn dein Herz frei von diesen ganzen Gelüsten ist, dann betet es Allah einzig und alleine an. Schaut mal, subhanallah al-azim. Weil du nur dein Herz verbindest mit Allah. Alles andere ist unwichtig für dich. Allah sagt, ich tue das. Das ist ein gesundes Herz. Liebe Geschwister, ein Herz, welches Allah mit voller Liebe anbetet, mit vollem Vertrauen, mit voller Furcht zu ihm. Und dieses Herz weiß, niemand kann es gesund machen, außer Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim. Das ist das richtige Herz. Aber es fehlt dir noch eine Sache. Das ist nicht ausreichend. Du musst dabei wen folgen? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bedeutet, dass deine Handlung im Leben den entsprechen wie den Handlung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass du das machst in der Religion, wozu er dich aufgerufen hat, und dass du das unterlässt in der Religion, wovor er dich gewarnt hat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Liebe Geschwister, das ist das gesunde Herz. Ein Herz, welches Allah Azza wa Jal liebt. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasuli, wa attaqullah, inna allaha sami'un alim. O ihr, die ihr glaubt, kommt Allah und seinem Gesandten nicht zuvor. Und fürchtet Allah, eine Ermahnung, und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist allhörend, allwissend, liebe Geschwister, bedeutet, niemals darfst du Allah und seinem Gesandten zuvorkommen. Das heißt, du sagst nur das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und du akzeptierst nur das, was Allah und sein Gesandter dir gesagt haben. Alles andere ist nicht im Koran und in der Sunna enthalten, liebe Geschwister. Das ist das gesunde Herz. Schaut mal, subhanallah al-azim, du kannst dein Paradies schon in dieser Dunya haben. Wie? Mit einem gesunden Herzen. Und wenn du im Grab liegst, kannst du dein Paradies dir auch gestalten. Und wenn du, inshallah ta'ala, am Tage des Gerichts vor Allah stehst und du kommst mit einem gesunden Herzen zu ihm zurück, dann wird Allah dir das ewige Paradies geben. Möge Allah azza wa jal uns das Paradies nicht verweigern, liebe Geschwister. Ein Mensch, der ein gesundes Herz hat, er hat immer Paradies, Frieden in seinem Herzen. Er hat keinen Hass und keinen Neid. Er geht zu Bett und er weiß, ich bin bereit, allen Leuten zu verzeihen, wenn sie mir auch Übles angetan haben. Es gibt Herzen, die beben die gesamte Zeit. Einer hat dir zum Beispiel etwas Schlechtes angetan. Was macht so ein Herz, welches nicht absolut gesund ist? Es plant gegen diese Person. Es überlegt die ganze Zeit, wie kann ich dieser Person das vergelten, was sie mir angetan hat. Nein, ein gesundes Herz schließt das Thema ab, indem es sagt, ich werde mein Recht bei Allah
wiederbekommt, das Thema ist erledigt. Aber der andere plant und schmiedet sogar während seines Gebetes. Er sagt, leite uns den geraden Weg, das werde ich mit ihm machen. Ja. Und er lacht dabei. Schaut mal, das nicht gesunde Herz ist bereit, in der Ibadah Pläne zu schmieden gegen Leute, die ihm vielleicht etwas Schlechtes angetan haben. Nein, reinige dein Herz. Wenn dir auch jemand etwas Schlechtes angetan hat, wisse, morgen wirst du dein Recht bei Allah wiederbekommen. Und wenn du ihm verzeihst, so ist das noch besser. Aber nimm diese Last von deinem Herzen. Haben wir das nicht erlebt, liebe Geschwister, dass wir an einem Tag so viel über Dinge nachgedacht haben, die uns beschäftigt haben im Herzen, und wir hätten das Problem lösen können. Subhanallah al-Azim. Deswegen dieser Hass und dieser Neid, er muss raus aus deinem Herzen. Sagt man ja, es gibt Leute, ich hasse sie. Ja, vielleicht hassen sie dich auch. Ja, es ist so, ich hasse manche Leute. Was sagen wir ihnen, damit sein Herz gesund wird? Mach für die Leute, die du hast, Dua. Mach Dua. Ist das leicht? Nein! Das ist schwer, liebe Geschwister. Aber schaut mal, subhanallah, am Tage der Auferstehung, es wird eine Brücke geben nach As-Sirat. As-Sirat ist auch eine Brücke. Und das ist eine der größten Prüfungen, liebe Geschwister. Möge Allah Azzawajal uns an diesem Tag erfolgreich sein lassen. Wenn man diese Brücke überschritten hat, bevor man in das Paradies geht, so wird es eine Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer geben. Diese Brücke, darauf warten Leute auf dich, die noch Rechte geltend machen. Sie werden ihre Rechte nehmen. Subhanallah al-Azim. Wenn sie ihre gesamten Rechte komplett genommen haben, dann wird Allah Azza wa Jal, wenn du noch genug gute Taten hast, dich erst dann ins Paradies eingehen lassen. Das bedeutet, Allah wird nicht eher einen Diener in das Paradies eingehen lassen, bis Allah alles an Schlechtem aus seinem Herzen entfernt hat. Kein Hass, kein Groll, denn das Paradies ist ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Allah, er löscht alles, was es Übles in dir gibt, bevor du das Paradies betrittst, denn niemand darf im Paradies sein, der Krankheit im Herzen hat. Möge Allah Azzawajal uns in das Paradies eingehen lassen. Das ist, liebe Geschwister, das gesunde Herz. Das zweite Herz ist Al-Qalbul Mayyit, wal-Iyadu Billah. Das tote Herz. Was ist das für ein Herz? Das ist das Gegenteil vom gesunden Herz. Es liebt nicht für Allah, sondern für sich selbst, für seine eigenen Interessen, für andere Leute. Und dieses kranke Herz, es dient Shaitan und nicht Allah Azza wa Jal. Dieses Herz, es sucht nach seinen Gelüsten. Was auch immer ihm gefällt, er tut es, unabhängig davon, ob Allah Azza wa Jal ihm diese Sache erlaubt hat oder nicht erlaubt hat, liebe Geschwister. Dieses Herz ist ein hinterhältiges Herz. Es kennt Allah nur in Zeiten, wo es ihm schlecht geht. Wenn es ihm aber gut geht, dann kennt dieses Herz Allah Azza wa Jal nicht, liebe Geschwister. Dieses Herz ist zufrieden mit der Anbetung zu Shaitan. Und dieses Herz ist krank. Wenn jemand mit so einem Herzen zusammensitzt, wird er selber krank. Deswegen musst du solche Leute vermeiden. Wenn du nicht willst, dass dein Herz krank wird, lieber Diener Allahs. Seine Launen sind sein Iman. Das bedeutet, sein Führer sind seine Laune. Wenn ich das möchte, dann werde ich dieses tun. Wenn ich dieses nicht möchte, dann werde ich dieses nicht tun. Er überlegt nicht, ob Allah Azza wa Jal in dem Moment zornig ist auf ihn. Nein, ihm ist dieses egal. Hauptsächlich bekommt er diesen Spaß, den er möchte. Liebe Geschwister, Subhanallah al-Azim, das sind Herzen, die schon längst begraben werden müssten. Aber Wallahi, dieses Herz, es ist ein krankes Herz. Es lebt, auch wenn es in einem gesunden Körper lebt, ist es trotzdem krank. Und wir sagen, lieber ein gesundes Herz in einem kranken Körper, als ein krankes Herz in einem gesunden Körper. Es gibt Herzen, die tot sind. Wenn du ihn mit einer Ayah erinnerst von Allah Azza wa Jalla, wenn du ihn mit einer Ayah aus dem Buch Allahs erinnerst, er sagt dir, und was soll ich jetzt machen?
Subhanallah al-Adim. Du sagst in einem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt dir, glaubst du wirklich daran? Ein Herz, was tot ist. Dieses Herz ist tot, liebe Geschwister. Dieses Herz, wenn es Koran hört, dann weint es nicht. Wenn es Hadith hört, es weint nicht. Aber wenn er sich eine verdorbene Sendung anguckt, ich bin immer noch dumm wie früher, er schaut sich diese Sendung an, Subhanallah al-Adim, der vergießt Krokodiltränen. Du musst dort mit einem Tuch neben ihm sein, um das aufzuwischen. Das ist ein krankes Herz. Es weint für Allah oder nicht für Allah? Es weint nicht für Allah. Liebe Geschwister, ein Herz, welches in der Finsternis ist. Wal-iyadu billah. Und niemand kann dieses Herz aus dieser Finsternis herausholen, außer Allah Azza wa Jal. Und jeder sollte wissen, ein Herz, welches immer schmutzig war, kennt nicht das Gefühl der Sauberkeit. Aber ein Herz, welches einmal sauber war, möchte nie wieder schmutzig werden. Subhanallah al-Azim. Dann haben wir zum Schluss Al-Qalbul Marid. Das ist das kranke Herz, liebe Geschwister. Was ist das kranke Herz? Das ist ein Herz, das beinhaltet Gutes und Schlechtes. Rechtleitung und Irregehen. Dieses kranke Herz, es liebt auf der einen Seite Allah, auf der anderen Seite folgt es auch Shaitan. Dieses Herz ist unter dem Willen Allahs Azza wa Jal, wie auch alle anderen Herzen. Wenn dieses Herz im letzten Moment seines Lebens von Allah etwas Gutes bekommen soll, dann bekommt es etwas Gutes. Wenn aber Allah etwas Schlechtes für dieses Herz bestimmt hat, dann wird er sterben. Nicht mit dem Iman, sondern mit dem Kufr oder der Heuchelei oder etwas anderes, was ihn in das Höllenfeuer bringt. Was ist das Gefährliche an diesem Herz? Allah wird dieses Herz... Was wird Allah mit so einem kranken Herz machen? Nein? Was wird Allah damit machen? Es beinhaltet Gutes und Schlechtes. Prüfe. Und vor allen Dingen im letzten Moment. Ist im letzten Moment deines Lebens die Prüfung leicht oder schwer? Schwer. Wallahi, sehr schwer. Welches Herz wollen wir? Das gesunde Herz. Weil dieses Herz, was krank ist, kann jeden Moment abweichen vom Wege Allahs. Deswegen liegt es an uns, dass wir immer unser Herz was überprüfen. Schlägt es für Allah? Wenn ich dich frage, schlägt dein Herz für Allah? Sei ehrlich. Was ist das Letzte, woran du denkst, wenn du schlafen gehst? Ist es Allah? Frage dich. Das Erste, woran du denkst, wenn du aufstehst, ist es Allah? Dein Herz schlägt es dauernd für Allah. Fragst du dich immer im Leben, ist dieses zum Wohlgefallen Allahs oder nicht? Dann ist dein Herz gesund. Und möge Allah dich und mich mit diesen Herzen befestigen und uns kein anderes Herz geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilik. Barakallahu fikum. Wa jazakum la khairan, liebe Geschwister. Wenn es Fragen erstmal zum Thema gibt, dann bitte schnell, weil wir auch gleich weiter müssen, beten in la ta'ala. Tfadal. Wenn die Herzen, Allah kennt ja die Herzen am besten, und wenn die Herzen irre gehen, und er weiß ja, dass sie immer irre gehen werden, na, und danach werden die abgestempelt, na, wozu ist dann der Stempel nötig, wenn die sowieso niemals zum Glauben kommen? Wozu ist die Versiegelung nötig, wenn sie sowieso nie wieder zum Glauben zurückkehren? Das ist Allahs Gesetz. Er macht das so. Der Prophet hat uns informiert. Jeder Diener, wenn er eine Sünde macht, kriegt er ein schwarzes Herz, bis es so vollständig mit schwarzen Punkten gefüllt ist, so dass Allah es versiegelt. Allah hat bestimmt, dass er diesen Weg uns so verdeutlicht. Na, Allahu an. Na. Ja, gibt es dazu ein Hadith bezüglich Hukuk al-Nas bei Al-Bukhari? Da ist ein kleiner Abschnitt über diese Qantara. Qantara heißt das in dem Hadith, und das ist bei Al-Bukhari überliefert. Ich habe das erwähnt bei dem Unrecht, den man gegenüber Menschen macht. Das Unrecht, welches dich in das Höllenfeuer bringt. Da habe ich den Hadith erwähnt, beten in der Tat. Na, erstmal zum Thema, liebe Geschwister.
ich habe das dritte Herz, was kann ich machen? Die meisten Menschen haben das dritte Herz. Die meisten Menschen haben das dritte Herz. Es steckt Gutes und Schlechtes. Was kannst du machen? Du musst dich dem ersten Herzen nähern. Das bedeutet, wir haben doch die Eigenschaften aufgezählt. Dass du dich darauf, dass du dich dazu erziehst, dass du Allah Azza wa Jal am meisten liebst. Wie kann ich das machen? Indem du Allah Azza wa Jal kennenlernst. Werden wir Allah lieben, wenn wir ihn nicht kennenlernen? Antwort. Werden wir Allah fürchten, wenn wir ihn nicht kennenlernen? Antwort. Das heißt, liebe Schwester, du musst Allah Azza wa Jal kennenlernen. Wir haben Serien gemacht. Wer ist Allah? Du kannst auf unsere Seite gehen, www.assirat.de. Da findest du diese Serien, wer Allah Azza wa Jal ist. Und das wird inshallah nützlich für dich sein, so dass du auch Allah Azza wa Jal näher kommen kannst. Manchmal verpasse ich das Fajr-Gebet, aber manchmal stehe ich 5 Minuten vorher auf. Was für eine Strafe kriegt man dafür? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt über diejenigen, die das Gebet aufschieben bis zum Schluss und es kurz bevor das nächste Gebet anfängt, schnell beten. Allah Azza, der Prophet Muhammad sallallahu sagte, tilka salatul munafiqin. Das ist das Gebet von den Heuchlern. Das bedeutet, du musst dein Herz dazu erziehen, dass du rechtzeitig aufstehst. Es kann sein, dass du manchmal verschläfst, das ist was anderes. Aber wenn das eine Regel ist, dass man sagt, okay, wenn ich wach bin, dann bete ich halt. Das bedeutet, du lässt absichtlich deine Gebete. Wer dieses tut, so bekommt er folgende Strafe. Allah Azza wa Jal sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَىٰ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Und dann kamen Generationen am Ende der Zeit, die das Gebet vernachlässigt haben und ihren Gelüsten gefolgt sind, so wird ihnen Al-Ghay zuteil werden. Ibn Abbas sagt, Al-Ghay ist ein Tal in Jahannam, in der Hölle. Jahannam selber fürchtet sich vor diesem Tal. Und dieses Tal ist so tief und so muffig, stinkig, dass man es nicht aushält, liebe Geschwister. Und darin wird es Strafe geben. Darin wird es Strafe geben. Und das wird für die Leute sein, die ihre Gebete vernachlässigt haben. Nach dem Gebet macht man ja Dhikr. Manchmal versuche ich mich und mache mehr als 33. Ist das schlimm? Ja. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns nur 33 Mal beigebracht hat. Du sagst 33 Mal, hä? Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal Allahu Akbar und einmal sagen wir La ilaha illallah wahdahu lahul mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das heißt 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Allahu Akbar und die 100. schließen wir ab mit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ich bete manchmal und dann höre ich wieder auf, obwohl ich das nicht möchte. Warum hörst du auf, wenn du das nicht möchtest? Du möchtest das, sonst willst du nicht aufhören. Nein, man kann das nicht sagen, Schwester. Schaut mal, Wallahi, ich sitze nicht hier, damit ich euch betrüge. Ich will niemanden betrügen. Lasst uns nicht uns selbst betrügen. Frage, wenn wir etwas Gutes wollen, wird Allah uns helfen oder nicht? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Derjenige aber, der spendet, und Allah fürchtet, er glaubt an das Gute, so wird Allah ihm den Weg zum Guten leicht machen. Wenn du etwas Gutes machen willst, wird Allah dir das leicht machen. Aber wenn Allah sieht, dass du in deinem Herzen Krankheit hast, dann wird Allah Azza wa Jal dir diesen Weg nicht leicht machen. Allah Azza wa Jal sagt über die Heuchler, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا Qalila, wenn sie die Heuchler, Allah spricht über die Heuchler, was nicht bedeutet, dass du eine Heuchlerin bist, aber das sind Eigenschaften von einem Heuchler. Wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig, ungern auf. Und sie machen Augendienerei vor den Menschen. Sie beten nur, wenn die Menschen bei ihnen sind. Und sie gedenken Allahs nur sehr wenig, und zwar in dem Moment, wo die anderen bei ihnen sind. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Nein, liebe Schwester, mach Dua, dass Allah Azza wa Jal dein Herz festigt, so dass du die Gebete zur richtigen Zeit machst. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah Azza wa Jal von mir und von euch annehmen. Möge Allah Azza wa Jal uns ein zweites Mal ermöglichen, dass wir uns treffen. Subhanallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk.